Für das kommende Jahr ist erneut mit Warnstreiks mehrerer Berufsgruppen zu rechnen. Wie die Hochbahn gegenüber NDR 90,3 mitgeteilt hat, habe man im Zuge der Tarifverhandlungen im kommenden Jahr bereits mit der Mobilisierung der Beschäftigten begonnen. Konkret geht es um die Entlastung der Mitarbeitenden und eine Reduzierung der Wochenstunden. Wann genau es zu Streiks kommen könnte, ist jedoch noch offen. Bereits Ende Januar dieses Jahres kam es zu einem 24-Stunden-Streik der Busse und U-Bahnen in Hamburg. Auch bei der GDL dürfte es nach Ablauf der streikfreien Frist am 7. Januar erneut zu Arbeitsniederlegungen kommen. Bislang konnten sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite im Streit um mehr Gehalt nicht einigen.